Wie kam es dazu, dass eine dritte Klasse einer Wiener Volksschule ein Buch selber geschrieben und selber illustriert hat? Es begann mit der verrückten Idee des Herrn Lehrer. Nach der Ansicht eines Weltallfilmes im Zuge des Projektes Mission X Train Like an Astronaut kam mir die Idee einer etwas anderen Lernzielkontrolle. Ich wollte den Kindern nicht wieder einen Test oder ein Arbeitsblatt vor die Nase knallen, sondern forderte sie einfach auf, nachdem sie einen Film gesehen hatten, wie man Astronaut wird. Sie sollten erzählen, wie die Maus zum Astronauten wird. Maus deswegen, weil unser Teamname im Rahmen des Projekts Mission X Train Like an Astronaut war Weltraummäuse. Und die Kinder waren extrem produktiv. Sie haben den Film gut verstanden. Das Ganze hat sich in den Geschichten wiedergespiegelt, von denen einige hier im Hintergrund im Originaltext unkorrigiert von den Kindern zu sehen sind. Es war also vom Stoff her gut verstanden und die Geschichten waren extrem kreativ und produktiv. Dann kam mir die Idee, okay, man könnte das ein bisschen ausbauen, und zwar in eine Maus, die Astronaut wird und als Astronaut eben Abenteuer erlebt. Es hat sich herausgestellt, dass es nicht möglich war, diese vielen guten Ideen in eine Maus zu konzentrieren. So wurden es dann mehrere Mäuse, die eine Aufnahmeprüfung bestehen mussten. Fast alle wurden genommen. Es waren auch andere Tiere dann involviert in diese Astronautengeschichte, die auch Astronauten wurden. Und es ging dann los mit den Abenteuern im Weltall. Diese ließ sich die Kinder dann in Kleingruppen erarbeiten und sie waren sensationell. Es wurden dann die Illustrationen für das Buch selbst gemacht von den Kindern in einer Art und Weise, wie man sie von Drittklässlern nur äußerst selten zu sehen bekommt. Und das Buch wurde dann von mir für die Kinder am Computer natürlich erstellt, in Druck gegeben. Jedes Kind bekam ein Buch und eines davon reichten wir beim Media Literacy Award in der Kategorie Print ein. So nebenbei kam dann noch das Interesse der Kinder von selber aus dem Buch noch mehr zu machen und so entstand ein Hörspiel. Ein Hörspiel, das wir auf CD aufnahmen, mit Hintergrundgeräuschen versahen, mit einer Musik und so weiter und das die Kinder dann als CD bekommen haben. Dieses Hörspiel haben wir auch dann beim Media Literacy Award eingereicht. Die große Überraschung kam dann im Oktober des Jahres, nach dem Entstehen des Buches im Frühjahr. Wir wurden eingeladen zur Verleihung des Media Literacy Award in den Dschungel Wien, der an und für sich sowieso ein Stammquartier von uns war, weil wir ständig dort ins Theater gingen. Und dort saßen die Kinder dann gespannt, bis sie aufgerufen wurden. Vier Kinder durften präsentieren, das Buch, wie es entstand, durften darüber erzählen, haben das ganz toll gemacht. Und dann der große Augenblick. Die Kinder alle auf der Bühne, sie durften ihre Bilder zeigen, die sie gezeichnet hatten für das Buch und bekamen den Media Literacy Award überreicht. Am Ende der vierten Klasse entstand dann noch folgendes Theaterstück. Ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen. Sie hat sich auf und fliegt ins All mit einem riesengroßen Stein. Da kommt Stein auf das Raumschiff zugeflogen. Oh. Schaut mal, die Erde. Oh, wie klein.
zurück zum Raumschiff. Wir fliegen zurück zur Erde. Ihr wart sehr mutig. Ab jetzt dürft ihr Hugo zu mir sagen.